Dom und Flo zocken und sind Bros. Sie sind blöd Bros. Nein. In den Topf war doch kochendes Waschwasser. Genau. Yes. Die Richtung, in die sich das... Das ist mir egal. So. Boah. Ich bin echt froh, wenn wir in dem nächsten Bereich sind. Wir kommen in keinen nächsten Bereich, das Spiel ist dann vorbei. Oh, scheiße. Oh, shit! Der Bulle immer noch total fickrig. Nee, sauer. Muss das... Aber wir haben immer noch keine Lust gefunden. Okay. Was ist das denn für eine Pimpmaschine hier? So. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. What the fuck? In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht... Ja? Schnutzipu. Schnutzipu. Sehr gut, okay. Boah, endlich geschafft, ey. Tussi aufwecken, Harem, Sex, Spiel vorbei. Nee. Yep, genau so wird's passieren. Hallo, nee, ich glaube nicht. Genau. Ziemlich sicher, dass es das nicht passieren wird. Ich befürchte, du hast recht. Schnutzipu. Aber dass das Ding immer so verschoben ist, das ist immer ein bisschen komisch. Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden. Schnutzipu. Das klang gerade merkwürdig, als würde er sich an uns ranmachen. Okay, Lieblingsfarbe? Pink. 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 Pink, sagst du? Das kommt hin. Schnutzipu? Und hast du ein spezielles Hobby? Oh, okay, ich mir bin ich weg. Ballett. Ja. Ich liebe das Mach Ballett. Mach an uns ran. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Okay. Ja, endlich. Ah, fantastisch. Ah, wieder ein Schritt näher an der Weltherrschaft. Ich glaube, am Ende wartet nicht die Weltherrschaft auf uns. Besser als nichts. So. Mach das Ding auf, du Sau. So, Hebel. Motorhaube. Energiereiches Wasser. Batterie. Aber wie komme ich... Ja, bohren. Bitte lass mich bohren. Wir haben immer noch den Bohrer. Ich will an die Batteriesäure. Yes. Ausbauen. Aber wie komme ich dann... Okay. Ja, ich denke nicht, dass das Ding leer gehen wird, weil das wäre echt gemein. Ach, das ist einfach so an. Okay. Das ja, Wasser hätte ich schon. Vorhin hat er ja noch die Schote angefasst, ohne sich ohne zu mucken. Dann haben wir alles. Ich habe das auf zu Lonzo. Na, das geht auch besser. Yes. Energiereiches, belebendes, klares High Five. So. Dauerte nur 3 Stunden. Echt, gefühlte. Es gibt Kaffee, Baby. Baby, Baby, ha, hey. Krass, kannst du mal vieles da haben. Ja, Ab in den Tank damit. Yes, nice. Hä? Okay. Das Pulver habe ich schon mal. Hardcore. So, ich habe alle zu Wunder. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich Boah, bin. Boah, ich hoffe, das lohnt sich, ey. Passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! What is happening? Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum! Au, Backe.
Der nimmt das ziemlich ernst, habe ich das Gefühl. Ich glaube, er beschwört Cthulhu. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Oh mein Gott! What is happening? Oh nein! Er macht doch nur Espresso! Ah! Wir machen Espresso. Dominik. Die Welt geht unter. Dominik, bist du da? Ja. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja. Habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. What the fuck? Space Espresso! Ein Tropfen? Aua. Espresso gemacht. Gehen wir der Tussi. Die wacht dann auf. Aussichtskellnerrungschaft. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ich kann ihn nicht ansehen. Es schießt mir das Wasser in die Augen. Alles klar. Wunderbar. Ich glaube, das Netteste, was wir jetzt machen können, ist das, dem Mädchen zu geben. Oh ja. Mir fällt nichts Netteres ein. Wie kann man eine Liebe beschwören, wenn ich mit einem heißen, belebenden Espresso? Sex? Sexflo? Eigentlich schon, ja. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Oh nein, ihre Brüste! Ein Implantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen ganz schön lang von da hinten nach hier vorne. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Tadam. Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nicht jetzt richtig jetzt zu Ende. Alles, was du erreichst, meinst, sie wacht ist einfach ein so auf? Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Die wacht einfach so auf. Mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Die atmet schon so. Okay. Ich dachte schon, die wacht einfach so auf und das war dann alles für den Arsch gewesen. Was ist das für ein beißender Geruch? Dein schlimmster Albtraum. Mhm. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Was? Ich. Ha. Gewonnen. What the fuck? Mist. Sie haben... Ja, sie haben irgendwas gespielt. Ja, das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Gib ihn den noch einfach. Nee, das hat nicht geklappt. Trichter. Nein, wir stecken jetzt nicht wirklich den Trichter in den Mund, oder? Ja, klar. Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Ach, müssen wir dich jetzt auch noch weg. Behandelnder Bürgermeister. Ach, müsst. Was? Warte. Ich hab. Nächstes Mal bei den Build Bros. Kommt eine grandiose Idee. Der Plan kommt. Welcher? Überraschung. Oh je. Ich ahne Schlimmes.